Hallo Wolfgang, schönen guten Abend. Dumm. Jetzt ist Wolfgang nicht mehr stumm. Yeah, das war ein Test. Das war natürlich ein Test für die Community. Ich habe mich nämlich vorhin kurz stumm geschalten gehabt für den kleinen. Okay. Perfekt. Intro. Okay. Ja, dann lag es an mir. Aber jetzt hört ihr mich, oder? Ich dachte schon, das heute alles funktioniert. Nee, nicht Ah! alles. Ich habe auch, also in unserem gemeinsamen Bild sehe ich deine Kamera nicht. Okay. Dann schalte Vielleicht ich die hast du die kurz da ein. deaktiviert, aber im Stream bist du zu sehen, das sehe ich auch. Okay. Sehe ich auch. Also, Christian, Aber warte das ist nicht ganz so kurz. schlimm. Also ich höre dich ja, ich sehe dich auch im Stream selbst. Warte, ich muss dir Ah, nur die jetzt sehe ich richtige dein, Kamera. Ich ja gebe dir genau, richtige jetzt sehe ich Kamera frei. dein, Jetzt siehst du mich. jetzt ist die richtige, perfekt. Ach, wunderbar. Der Wolfgang, der ist Freunde. heute so frisch. Er sieht frisch aus, er hat frische Gedanken. Freunde, es Das wäre. liegt an dem ganzen Gesundheitssport, den du machst. Ja, aber wisst ihr, ihr merkt auch, wir sind nicht so ein kommerzieller, hochentwickelter Online-Video-Content-Anbieter oder so. Bei uns ist der Content noch richtig handmade einfach. Handmade, handmade, handmade. Hier da würde ich jeder Pixel, egal wie grob der ist, noch richtig liebevoll von Hand massiert, wie so ein Koi-Karpfen. Genau. Wie so ein Kobe-Rind einfach. Ja. Christian, ich habe mal eine Frage an dich. Du kennst dich ja auch ein bisschen aus, da wir reden über Audio, da kennst du dich aus, wissen wir, du kennst dich auch mit Physik und so aus. Ich habe eine Frage. Ach, In dem alles. Raum, in dem ich hier bin, da arbeite ich ja, da mache ich Podcasts, da mache ich hier Twitch, ich habe hier noch mein Sportequipment stehen. Okay, das klingt nach einem riesengroßen Raum, aber der hat, glaube ich, keine Ahnung, 12 Quadratmeter oder so. Aber dafür Nee, der ist reicht's. größer, würde ich sagen. Ich hätte schon 15 gesagt. 15, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe die letzten paar Monate vergessen, mein Altpapier rauszustellen. Bei uns hier in Karlsruhe ist, ich glaube, einmal pro Monat gibt es so eine Altpapiersammlung. Das machen so Okay. Vereine, die sammeln das Geld und die bekommen dann, die sammeln nicht das Geld, die sammeln das Altpapier und die bekommen dann irgendwie Geld dafür. So Jugendvereine und so. Ist eine gute Sache. Keine Ahnung, wo das Geschäftsmodell ist, aber wahrscheinlich irgendwie Recycling-Business. Jetzt ist es Okay. so, ich habe vergessen, mein ganzes Altpapier rauszustellen. Seit, ach, keine Ahnung, Mai oder so. Was zur Folge hat, dass ich hier eine beträchtliche Sammlung an Altpapier habe. Und dieses Altpapier hat, glaube ich, einen ganz guten Effekt auf die Audio- und Klangqualität hier im Zimmer. Ist also mein Zimmer hier hat sich quasi in ein hochprofessionelles Tonstudio verwandelt. Eigentlich durch So, meine früher hat man sich die Nachlässigkeit. Eierkartons an die Wand geklebt und du hast einfach so lang Papier und Eierkartons gestapelt, dass du neue Wände hast. Also, ich sag mal, das Volumen des Raums hat sich ungefähr um ein Drittel verringert. Aber ich glaube, die Klangeigenschaften sind extrem gut. Und jetzt habe ich Angst. Was passiert, wenn ich jetzt beim nächsten Mal Altpapier das ganze Zeug rausstelle? Also, das hat viele Ebenen. A, schaffe ich das überhaupt, das alles runterzutragen? Ich wohne im dritten Stock. Also, ist es körperlich überhaupt möglich, das alles an einem Tag mit einer Person herunterzutragen? B, Okay. überfordere ich vielleicht diese Altpapierkinder, die das irgendwie einsammeln, weil dann einfach der komplette LKW voll ist. Und drittens natürlich, was für ein Impact hat es auf die Audioqualität? Ich bin Vielleicht unsicher. kannst du eine Sondergenehmigung bei der Stadt Karlsruhe beantragen, dass du so ein Fenster schmeißen darfst. Weißt du, wie diese Weihnachtsbäume, die man dann im Dezember auch einfach Ja. weg mit ihnen. Ja, also ich. Also Ideen gibt es ja da genug. Mera Kain, Servus, grüßt dich, schreibt, Fasching ist vorbei, hättest du aus dem Fenster werfen können? Ja. Genau. Hat. Könntest es auch liebevoll Hat. mit einem Locher bearbeiten und dann Konfetti daraus machen und dann fürs nächste Karneval schon vorbereitet sein. Christian, in einem Menschenleben ist es nicht möglich, dieses ganze Altpapier in Konfetti zu verwandeln mit einem Locher. Das ist Okay. unmöglich. Hi Matrix, der grüßt dich. Hi Heimfell, grüßt dich auch. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, du könntest Altpapier natürlich auch, das wäre jetzt entsorgungsbar. die Alternative. Du machst ja sehr viel Sport, wie ich weiß. Und du machst ja im Moment, du läufst ja meistens nur auf einer geraden Ebene. Aber es gibt ja auch diese Skyrun-Wettkämpfe, weißt du, wo du Ja. Treppen hochläufst. Zum Beispiel in Frankfurt am Messeturm. Was sind das irgendwie? 90 Stockwerke hoch, Treppen nach oben. Du Ja. könntest jetzt vielleicht auf sowas trainieren und dann einen Tag lang Ja. Altpapier hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und ganz neue Herausforderungen. Also einfach mal was, Ja. versuch's positiv zu sehen.
Ich könnte das ganze Altpapier nehmen, ich könnte das in Pappmaché verwandeln und könnte meine ganze loftartige Wohnung in so eine Art Mondlandschaft verwandeln. Also so schön, schön hinmodellieren. Ja, geil. Ich Ja, überlege mir aber es wenn jetzt noch. natürlich wenn du das Audio dadurch wieder verschlechterst und dann deine Podcast-Zahlen wieder Ja. runtergehen, dann musst du halt schnell wieder Altpapier einkaufen. Das ist ja dann auch. Also es ist so ein, ich glaube, es ist ein ganz krasses Wagnis. Es ist eine schwere Entscheidung. Durch große Macht kommt halt auch große Verantwortung. Also ich bin jetzt zu einem klassischen Spider-Man-Paradoxon gefangen und ich sehe noch nicht den Ausweg. Aber vielleicht kommt er ja im Laufe des Abends noch. Ja, Magic Stick sagt ja gerade, er wäre für eine Altpapier-Entsorgungsparty. Da ist jetzt das Problem, das sehe ich so ein bisschen wie bei Umzügen. Ab einem gewissen Alter kommt da niemand mehr. Kennst du das? So, also aus meiner Erfahrung, wie ich es in meinem Leben erlebt habe, so bis 30 ziehst du um, lädst ein paar Freunde ein, sagst, hey, gibt ein paar Schnittchen, ein paar Getränke, komm irgendwie, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 Leute, der Umzug ist locker erledigt. Bei mir war es zumindest so Ende 30, dann sagst du, hey, ich ziehe um. Könnte mir jemand helfen? Und plötzlich haben Ja. alle keine Zeit mehr. Es Und ich kommt könnte mir aber. vorstellen, dass wenn du eine Party machst, kommen ganz viele. Wenn du allerdings sagst, Ja. ah, da hätte ich noch so ein bisschen Altpapier bei der Party dabei, würdet ihr, feierst du alleine? Also ich würde natürlich kommen, das weißt du ja. Aus Bilbao, was aber für die Umwelt wahrscheinlich schlecht wäre, wenn du extra aus Bilbao anreist, nur um die 12 Tonnen Altpapier runterzuschleppen. Was den Umzug angeht, ich weiß nicht, ob es nur so am Alter liegt oder so, dass man vielleicht fauler wird. Ich glaube, das liegt an den Erfahrungen. Denn ich habe auch oft Leuten bei Umzügen geholfen, bis mich mal eine Bekannte hier aus der Stadt fragte, ob ich ihr nicht beim Umzug helfen kann. Und ich dachte, hey, die hat ja nicht viel Kram, oder? Was kann das schon sein? Dann sagte ich, ja klar, helfe ich dir. Ich wusste aber nicht, wo die wohnt. Ich war nie bei der. Und dann hat die halt hier in so einem Altbauhaus im 9. Stock gewohnt. Ey. Und hat er halt so mega Bücherkartons und so weiter. Ey, Tote. Danach ist man Physiotherapeut gebraucht, 12-mal. Also ich habe zum Umzug eine Geschichte. Also ich habe, als ich Anfang 20 war, habe ich im Fitnessstudio gearbeitet und da war ich auch ganz gut in Ja. Form. Und ich hatte damals so die, ja, Angewohnheit oder irgendwie Eigenschaft, sobald mich jemand gefragt hat, habe ich immer ja gesagt, weil ich hatte Zeit, ich war jung und habe es einfach auch wirklich gerne gemacht. Ja, egal wer mich gefragt hat, ich immer gesagt, klar, helfe ich gerne mit. Und Cool. so mit der Zeit entwickelst du ja auch deine Technik beim Umzug und machst das auch wirklich gut. Auf jeden Fall, dieser eine Typ, ich hatte nicht so viel mit dem zu tun, hat gesagt, hey, kommst du zum Umzug und so, dann kommen noch ganz viele andere. An dem Tag Ja. ziehen wir um, abends essen wir noch eine Pizza, super. Habe ich gesagt, hey, cool. Umzugsort war in der Nähe, ja. Und dann pflichtbewusst morgens da aufgetaucht und Ja. dann vollkommenes Chaos. Es war nichts eingepackt, es war nichts vorbereitet. Der war noch irgendwie gerade mitten am Frühstücken und die Wohnung sah aus, als wenn der nicht umzieht an diesem Ach, Tag. voll gut, ey. Der Voll zweite gut Clou war, ich war der vorbereitet. Einzige. Alle anderen hatten plötzlich keine Zeit. Und dann habe ich dem den ganzen Tag geholfen. Da waren wirklich richtig schwere Sachen dabei, weißt du, irgendwie dann sowas wie Waschmaschine und dann so einen schweren Kopierer und sowas. Und es ging Ja. wirklich, ich habe da am Tag, ich glaube, 10, 11, 12 Stunden geholfen. Geschwitzt ohne Ende. Bin auch mit meinem eigenen Auto gefahren, weil sein Auto war ja dann immer voll mit dem ganzen Zeug. Die Und besten Freunde diese, eigentlich. genau. Und dann kam aber, also das war für mich dann so der, wie nennt man das denn, der Punkt, an dem sich meine Meinung dazu geändert hat. Das Der, Erweckungserlebnis. ja, das hört sich ein bisschen krass an, aber da gibt es noch ein anderes Wort für, was mir bestimmt später einfällt. Ja. Ich habe dann eigentlich, also ich habe ja nie Geld irgendwie für sowas verlangt oder irgendeine Gegenleistung, aber er hatte mir am Anfang eine Pizza versprochen. Und diese Ja. Pizza habe ich bis heute nicht bekommen. So, und jetzt Und das ist sagst du mal, jetzt wo der Typ 20 Jahre, und das ist wohnt. jetzt 20 Jahre her. Und ich habe sogar, also ich habe ihn nie direkt darauf angesprochen, aber habe immer mal erwähnt, dass wir ja nochmal Pizza gehen essen könnten. Und das Lustige Ja. ist, die neue Wohnung ist direkt neben einer Pizzeria Oh. gewesen. Und das war für mich, wo ich gedacht habe, so, okay, jetzt ist meine Gutmütigkeit hiermit beendet. Und ich habe dann auch mal angefangen, Nein zu sagen. Gut, mit dem habe ich nie wieder was zu tun gehabt. Ja, also ich kann das gut verstehen. Man kann viel vergessen, man kann über viele Dinge hinwegsehen, aber bei einer Pizza hört der Spaß irgendwo auch auf, oder? Also. Ja, also ja klar, mir geht es nicht um die Pizza, es hätte auch ein Döner sein können, ja. Also es geht hier um die Geste. Und dafür, dass ich dem irgendwie 10, 12 Stunden seinen Hintern gerettet habe, weil ansonsten hätte er das alleine machen müssen. Ja.
Naja, aber Umzug macht halt keinen Spaß. Und was ich mir geschworen habe, als ich hier eingezogen bin, vor, keine Ahnung, 12 Jahren oder so, wenn ich umziehe und vielleicht mal gucken, ich suche so ein bisschen latent auch nach einer Wohnung, vielleicht klappt es dieses Jahr, vielleicht klappt es nächstes Jahr, ich werde mir auf jeden Fall so einen Umzugsservice leisten. Also das ist so das bisschen Luxus. Ich habe kein teures Auto, ich habe viele Luxusdinge, wo andere Leute voll Geld investieren, sowas habe ich nicht. Ey, ich rauche nicht mal. Nicht mal sowas, wo ich viel Kohle ausgeben kann. Aber ach, der Umzugs- Punkt ist ja auch der, du hast ja gar nicht so viel. Und wenn da so ein Umzugsteam kommt mit 2, 3, 4 Leuten, am Ende ist es auch gar nicht viel teurer, weil du müsstest ja auch einen Transporter oder einen LKW selbst mieten, du müsstest die Leute verköstigen. Also sozusagen, eventuell sparst du. Also du legst nicht mal so viel drauf am Ende. Nerven. Also klar, wenn du jetzt eine weite Entfernung hast, also unser Umzug war ein bisschen teurer. Ja. Ja. Übrigens haben wir die Entschädigung von unserem Umzug immer noch nicht bekommen. Ja, der Christian ist nämlich ausgeraubt worden im Prinzip bei seinem Umzug. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier online mal erzählt habe, aber wir sind bestohlen worden beim Umzug. Unser Umzugsgut wurde beim Umzug ins Ausland eingelagert und bei der Einlagerung wurde wohl eingebrochen. Und da wurde die komplette Elektronik alles rausgeklaut. Also ungefähr zwischen 8.000 und 10.000 Euro Schaden. Und wir haben uns dann auf eine Vergleichssumme geeinigt, damit es halt nicht alles über einen Anwalt gehen muss. Und das würde ja noch teurer werden für alle. Ja. Und ja, die Vergleichszahlung, auf die warte ich bis heute. Ich hatte den netten Herrn aber vorgestern wieder am Telefon. Und der hat mir jetzt zum, keine Ahnung, 1.200. Mal versprochen, das Geld bald zu zahlen. Also Das liegt jetzt gerade nur noch an PayPal, die machen gerade noch ein bisschen Stress, aber sonst. Er hatte schon ganz viele Gründe. Also ich könnte einen eigenen Podcast machen, nur über Gründe, die er mir genannt hat, warum er noch nicht zahlen konnte. Das ist super interessant. Voll gut. Aber er hat einmal ein bisschen Schiss bekommen, wo ich gesagt habe, ich bin gerade bei ihm in der Nähe und ich besuche ihn. Ich habe seine Adresse. Aber Drogen ist halt das. Nein, ich habe ihm nicht gedroht. Ich habe gesagt, ich komme mit meinem ganzen Podcast-Team bei ihm vorbei und wir wollen mal eine Live-Aufnahme bei ihm machen. Und einfach mal hören, wie sein Business so läuft. Und was ein Interview ist das ja. Das ist ja keine Drohung. Stimmt. Naja, ich hoffe, dass du deine ganzen Leute. Also sehe ich so aus, als wenn ich jemand drohen könnte. Nee, nur weil ich aus dem Ghetto komme. Ehrlich gesagt siehst du gar nicht so aus, Christian. Dann ist ja gut. Ich habe extra einen groben Pixelpulli an, damit ich nicht so gefährlich aussehe. Okay. Apropos grobe Pixel, sollen wir uns mal reinstürzen in die groben Pixel von Toonstruck? Ich habe voll Bock, Ich habe Bock, das Spiel heute zu beenden, denn, kleiner Hinweis in eigener Sache, nächste Woche, Dienstag, da bin ich am Start, aber dann bin ich 2 Wochen lang nicht da. Ich bin nämlich schon wieder im Urlaub. Und dann kannst du, fangst du noch mal Myst an zu spielen, Christian. Ja, klar. Ich glaube, dann spielt der Christian nämlich Myst mal, aber sowas von richtig durch. Das ist der Plan. Einmal am Stück. Speedrun. Genau. Myst. Das ist für die ersten beiden Märzwochen, das ist der Plan. Und ich glaube, wir können uns, wenn wir heute gut durchkommen, ja mal unterhalten, wie wir dann weitermachen mit Spielchen. Wenn jemand einen guten Vorschlag hat für nächste Woche, für eine Stream-Session, dann sehr gerne. Ja, vielleicht irgendwas Kurzes. Es gibt sicher auch Adventures, wo man eine Stunde oder zwei durchspielt. Hallo Matthias. Schön, hi Matthias, grüß dich. So, Christian, nicht erschrecken, ich schalte mal aufs Spielchen um. Nee, mach mal, wenn es nicht wieder laut wird, dann ist alles gut. Ja, hey, fast kein Audio-Hassel heute, also voll geil. Servus Matthias. So, wir haben letztes Mal, ich mach mal obligatorisch unseren bodenlosen Beutel auf. Und wir haben einen Haufen Kram drin. Aber ich erinnere mich noch an eine Sache vom letzten Mal. Wir wollten diese Schatzkästchen vom Fisch, right? Yes. Und da waren wir hier unten, haben die Temperatur hochgedreht, dann wurde es heiß. Und dann haben wir die Temperatur, konnten wir aber nicht rein, weil das Wasser kochend heiß war. Wir haben die Temperatur runtergedreht wieder. Und dann ist der Fisch irgendwann reingesprungen. Was ich gerne jetzt mal probieren würde, wäre, ich würde nochmal runtergehen gerne in den Heizungskeller. Temperatur auf heiß, Temperatur direkt auf kalt, hochgehen und vielleicht sind wir einfach schneller. Vielleicht ist es ein Timing-Rätsel. Ich traue dem Spiel alles. Ich traue dem Spiel alles. Das letzte Mal war es so, dass wir hingegangen sind. Der Fisch hat noch kurz gezappelt und dann ist er wieder reingesprungen. Also es könnte schon sein, dass es die Sekunde am Ende ist. Ich traue dem Spiel alles, alles, alles zu. Das war doch dieses Teil hier, oder? Die Steuerung. So, dann mache ich es erstmal jetzt auf brütend heiß.
für die Animation echt liebevoll gemacht. Okay, einmal Feuerkarpfen. Und jetzt mache ich die auf normal. Viel besser. Und jetzt beeile ich mich. Ich klicke so schnell ich kann. Ja. Ich klicke so schnell ich kann mit dem mit dem Ding halt. Mit dem Touchpad. Ich kann nachher auch mal kurz in meine Steam und meine GOG-Bibliothek gucken. Ich habe da auch noch diverse. Ich glaube, solange dieser Fisch in der Nähe ist, komme ich nie an die Schatztruhe ran. War das nicht möglich? Also, du hast ja eben nur auf heiß gestellt und dann wieder auf normal. Ja. Kannst du es nicht auf heiß stellen, dann auf kalt und dann auf normal? Dann kühlst du aber schneller ab, oder? Ja, damit er einfriert, der Fisch, und nicht so schnell wieder reinhüpft. Okay, ich probiere es aus. Also, erst heiß. Ich meine, vielleicht ist es auch kein Timing-Rätsel, aber... Vielleicht nicht, aber es war jetzt so mein einziger Gedanke dazu. Ich habe aber auch nicht perfekt geklickt, muss ich ehrlich sein. Ach so. Heiß? Erst einmal heiß, damit er rausspringt. Dann kalt, damit er... Da ist er doch eingefroren, und dann rüber. Genau. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Bin total im Fokus. Hallo? Bist du da? Liegt ah, ja, ja, du hast recht. Guck mal, Christian. Der kleine Flossenwedler wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich diese Kiste an mich nehme. Geil. Boah, so viel Adrenalin. Heute Nacht kann ich nicht schlafen. Das war sogar auch die Idee vom letzten Mal noch, deswegen sonst wäre ich gar nicht auf sowas gekommen. Da ist ein Schlüssel drin. Ein echter Schlüssel. Wo brauchen wir denn? Ist ein unechter Schlüssel so ein Plastikschlüssel oder ist das einer, der nicht funktioniert? Boah, das ist ein echter Schlüssel. Was macht man denn mit dem Schlüssel? Man sollte sich immer von wütenden, verzweifelten Fischen fernhalten. Hatten wir irgendwas mit einem Schlüssel? Man sollte sich immer von wütenden, verzweifelten Fischen fernhalten, habe ich mal gehört. War da nicht oben noch irgendwas mit dem Schlüssel? Eine Tür? Gab es da nicht noch eine verschlossene Tür oder so? Müssen wir uns mal anschauen, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Hier ist keine Tür, oder? Ne, kaputtes Spielzeug. Vielleicht noch eins weiter oben? Ist es nicht langsam Zeit für Ihre Kaffeepause? Ich gehe nirgendwo hin, solange diese beiden Wachen da rumstehen. Nee, das Kaffeerätsel, dass eine Kaffeepause zur bestimmten Uhrzeit ist, war aber anders. Das war bei den Typen, wo wir die Türme gestellt haben. Können wir die auch zu ihrer Kaffeepause überreden irgendwie? Ich kann aber nicht mit denen reden. Die widerlichen Wachen von Widerlus auf der Lauer nach unvorsichtigen Ausbrechern. Habe ich irgendwas? Also ich habe jetzt diese... Ich habe diesen Schlüssel. Ah, weißt du, was wir noch machen können? Wir waren doch ganz unten in dem im Keller. Wir sind doch mit diesem Fliegenkostüm da hochgeklettert. Und da war doch auch noch eine Tür, oder? Da, wo wir diesen... Der Dabua hat doch gesagt, er hat ewig gebraucht, bis er diesen Dings gefunden hat. Diesen, Genau, bis er auf die Idee kam mit dem Fliegenkostüm. Ja, und bis er diesen Stöpsel gefunden hat, den wir zufällig gefunden haben. Genau, richtig, Das war dieser eine Mini-Pixel. Aber hey, nach Indiana Jones 4, easy, oder? Fliegenkostüm. Ja, ich finde es immer noch seltsam. Aber Matthias... Ja gut, bei Indiana Jones 4 ist es ja im Dunkeln den, was war das, Generator finden. Genau. Matthias, this one is just for you. Und schon geht es wieder los. Ich glaube, es würde Matthias auch stehen, das Kostüm. Cosplay. Okay, hier ist das. Da war doch auch eine Tür, oder?
Ich speichere mal ab. Just in case. Neuer Spielstand. Die Fliege. Ich mach mal die Fliege. Hier ist mal. Kann ich die vielleicht so weglocken? So, ich bin jetzt mal ganz schnell, okay? See you later, Alligators. Er hat den Move raus. Boah, ja. Matthias, der alte Film, die Fliege, die ist dieses Remake. Es gibt diesen alten Schwarz-Weißen und es gibt dieses Remake mit Jeff Goldblum. Ich fand diesen Schwarz-Weißen mega gruselig, als ich den mal als Kind gesehen habe. Ist aber, glaube ich, auch kein Kinderfilm. Kennst du den auch, Christian? Die Fliege, den Film? Sagt mir gerade nichts. Also da geht es um so einen Wissenschaftler, die machen so ein Teleporter-Experiment oder hat so einen Teleporter gebaut und er will sich wohin teleportieren. Ist es nicht langsam Zeit für ihre Kaffeepause? Ah, okay, ich kann die da ein bisschen ab. Science-Fiction-Horror-Thriller, das hört sich ja wild. Genau. Das ist so ein Wissenschaftler, der hat so eine Teleporter-Kapsel gebaut, der geht da rein und dann kommt aber eine Fliege mit rein, das weiß er nicht. Und dann vermischt sich so die Information der Fliege mit der Information vom Wissenschaftler und der hat dann einen Fliegenkopf und so eine Fliegenhand. Und am Schluss legt er sich irgendwie so eine Metallpresse rein. Das ist ein ganz schön heftiger Film. Definitiv nichts für Kinder. Was machen wir jetzt? Ja, die klassische Fliege ist einfach. Wir können da reingehen, im Badezimmer, und dann können wir die ablenken. Ich gehe nochmal rein, okay? Und warte mal, ich habe doch gespeichert, oder? Im Badezimmer. Das weiß ich nicht. Komm, wir cheaten mal ein bisschen. Also, ich öffne die Tür. Und dann kommen die Typen rein. Ich guck mal, was jetzt passiert. Okay, der läuft jetzt. Ich kann da rein. Aber das haben wir ja gemacht. Kann ich da... Oh fuck. Das hat er nicht. Nur verhaftet mich ruhig. Ich habe keine Angst vor euch. Mami. Schau, 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 schau. Mami. Schau. Sieht so aus, als wärst du hier beim alten Rüssel eingesperrt. Und glaub mir... Okay, ich lade jetzt nochmal unser Safe Game. Man konnte diesen Stöpsel nehmen, konnte das Ding hier verschließen, konnte das Wasser auslaufen lassen. Was war denn dann? Konnte man sich dann das Wasser abfüllen? Glaubst du, wir können uns da verstecken vielleicht? Dass die hier runtergehen? Weißt du, wir haben uns ja auch immer versteckt vor diesen anderen, vor den anderen Typen, die uns gejagt haben. Ja. Probier's mal. Hier ist mal. So, jetzt. Vielleicht stürzen die sich jetzt in den Schacht rein. Die sehen so lustig aus. Passiert nichts, oder? Also, vielleicht müssen wir jetzt nochmal hier dieses Wasser auslaufen lassen. Das Waschbecken. Ich probiere es nochmal. Apfelstöpsel. Okay, Apfelstöpsel kann man draufdrücken, dann geht's auf oder zu. Ich hab's zugemacht. Vielleicht passiert jetzt was. Ich probiere es nochmal. Vielleicht rutschen die dann einfach aus und brechen sich irgendwie das Genick oder so. Es ist ein brutales Spiel. Hast du eine Idee?
Okay. Ich überlege gerade, weil... Wir müssen die da weglocken. Er sagt, das ist glatt. Aber die Wache ist nicht ausgerutscht. Haben wir irgendwas im Inventar zum Spüli, Seife? Oh, Seife wäre geil. Um es zu mischen mit dem Wasser? Eine vergoldete Gießkanne. Nur ein paar ganz normale, praktische, alltägliche, extra starke Chloroformläppchen. Ein Ballon voller Helium. Ein sehr staubiger Fußabtreter. Oh, Heimpfe! Vielleicht kann man die Pfütze einfrieren. Also ich finde eure Ideen finde ich ganz geil. Matthias, kann man das Ding unter Strom stellen? Matthias, kann man es einfrieren? Der ist eher so der brutale Typ. Das, ich würde sagen, Matthias ist eher der konsequente Typ. Ich probiere mal einfrieren. Strom habe ich gerade keinen. Fliegen sind schöner. Ja, übrigens jedes Mal ein anderer Fliegenspruch. Christian, was gibt's bei dir zu trinken? Hast du so eine AI-Fanta heute? Nee, heute gar nicht. Ich habe eine normale Zitronenlimo. Wasser. Citron. Zero. Zero Calorias. Und Zero Azucar. Probieren wir mal. Dazu noch ein bisschen Tee für die Stimme. Du hast ja schon gesagt, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Ja, du hörst dich ein bisschen. Du hörst dich ein bisschen erkältet an. Arschkalt. Ja, das ist so eine kleine Dauererkennung ist ja da. Aber ich war vorhin sogar ein bisschen laufen. Ich habe mich von dir motivieren und inspirieren lassen. Dankeschön. Und schon geht es wieder los. Ja, das Wetter war so schön, aber ich dachte, ich muss nochmal eine Runde raus. Ja, cool. Hat ja funktioniert damit mit dem Anfang. Die Badezimmer-Eishockey-Saison für eröffnet. Geile Idee, so. Ich sollte lieber vorsichtig sein, wenn ich nicht ausrutschen will. Das dürfte lustig werden. Hier ist mal... So, und ich glaube, jetzt rutschen die Jungs aus und stürzen den Schacht runter. Gut, dass er nicht ausrutscht, ne? Man muss mich gar nicht verstecken. Ach, Eis-Szenen sind immer gut. Jetzt kommt der zweite und schubst den, oder? Eis-Baby, würde ich sagen, oder? Ja. Hast schon lustig gemacht. Das ist schon lustig gemacht. Wenn er so wirbelt, sieht er aus wie der. Wie heißt der? Tess heißt der, glaube ich, oder? Der tasmanische Teufel. Ich wusste, von Ecken. Das würde euch gefallen. Erinnert auch ein bisschen, wir hatten es letztes Mal schon, erinnert auch ein kleines bisschen an. Zelda auf der Switch. Schreibt Matthias. Ja, ich habe das in einem Film gesehen. Letztens hat jemand eine Pfütze mit einem Elektroschocker unter Strom gesetzt. Ich weiß nicht, wie er versagt. Noch nie gehört. Ja. Oder du machst es so krass wie in Demolition Man. Da hat er doch diese eine. Was ist das, für ein geiler Scheiß? Diese Magic-Gefrierkugel, die er am Schluss, also Sylvester Stallone, auch ins Wasser reinwirft, dann gefriert das ganze Wasser und Wesley Snipes friert ein. Also ich fand die Choreo auch sehr geil. Ich habe einen Schlüssel. Und normal, du bleibst mal hier. Und ich bin gespannt, ob der Schlüssel... Diese verrückten Grafen verstecken immer einen Reserveschlüssel im Aquarium. Ein Fall wie aus dem Lehrbuch. So, geil. Ich mag ja diese kleine Hand, die immer so ein bisschen. Das ist aber auch ein bisschen, was sind das? Macheten hier oben, oder? Am Ventilator? So aus. Ja, Eselskopf? Nette Vase. Ein Bücherregal voller Bücher. Was ist das da oben? Ah, ah. Naja, immerhin ist die Sonnenbrille heil geblieben und in Reichweite. Voll gut, oder? Na prima. Was ist sie jetzt? Jetzt hängt sie am Ventilator. Okay, da ist ein Schalter, oder? Ist der zum Ausschalten? Klar. Oh.
Okay. Ah, jetzt ist sie hier. Guck mal. Ich komme nicht dran. Und ich hab's doch zum Glück noch den Billardtisch. Ich komme immer noch nicht dran. Erstmal alles zerlegt. Ja. Mit Pömpel vielleicht? Okay, vielleicht mit der Fliege hochfliegen. So absurd, ich probier's aus. Na, 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 na. Ich bin eine dicke, saftige Fliege. Das ist dumm. Und du würdest mich bestimmt gern essen. Okay, geiler Gag, geiler Gag. Gefällt mir sehr gut. So, was haben wir denn sonst noch alles hier in der Bar? Ich hatte mir gleich gesagt. Mal hatte ich zu mir gesagt, das Regal ist etwas kopflastig. Aber irgendwas müssen wir da finden, oder? Ich könnte ja mal die Möbel umarrangieren. Oh ja. Komm ich jetzt ran? Sieht mir sehr nach einer Trittleiter aus. Oh, geil. Oh, mal ist so dumm einfach. Großartig, wirklich großartig. Jetzt mache ich mich hier auch noch zum Esel. Und diese Pflanze ganz toll gemacht, meine Brille. Ja. Oh ja. Deswegen macht Ikea immer den Hinweis in die Anleitung, dass mein Schrank in der Wand festmacht. Hier ist die Sonnenbrille. Okay, aber das ist jetzt einfach. Jetzt ziehen wir einfach nochmal das Kostüm an. Dann dreht die Pflanze durch und lässt wahrscheinlich die Sonnenbrille fallen. Du kannst mich doch gar nicht fressen, solange du die Brille im Mund hast. Ich glaube es. Wie viele Rätsel kann man eigentlich in dieses, ja? Zimmer hier einbauen? Antwort ja. Ich kann nicht bis auf den Boden greifen. Okay, kann ich das Ding vielleicht kaputt hauen mit dem Kühl? Ich kann die Brille zwar damit berühren, aber ich bekomme sie nicht raus. Können wir irgendwas mit dem Kühl kombinieren? Magnet? Keine Anziehungskraft. Oh ja, der Hammer vielleicht. Ich bin nicht so destruktiv einfach. Ich hasse es, sowas zu tun. Oh. Manchmal. Sehr gut, Matthias. Ja. Ihr grinst. Es stimmt, eine unbezahlbare Sammlung edler Antiquitäten und Möbelstücke. Das ist irgendwie eine meiner Lieblingsszenen. Der macht einfach alles kaputt jetzt. Eine neue stimmt Sonnenbrille eigentlich. Hat. Das ist bestimmt vollkommen befreiend. Wahrscheinlich braucht man die Sonnenbrille gar nicht. Aber er hat alles zerstört. Hopsa. Schrott. Was gibt's hier noch? Kaputter der Stuhl ist auch kaputt. Ja, er hat alles kaputt gemacht. Voll gut. Ich speichere mal kurz ab. Ich speichere. Stimmt, ich muss nochmal alles kaputt machen. Und dann gehe ich mal weiter. Jetzt können wir dann wahrscheinlich nach oben gehen. Da waren wir noch gar nicht. Neuland. Wie Internet in Deutschland. Servus Käfer, grüß dich. Ja, immer noch. Wir haben ein paar Stellen, glaube ich, echt ein bisschen länger gebraucht. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir es heute schaffen. Okay. So kriege ich das Tor nicht auf. So gehe ich das Tor nicht auf. Gibt es hier am Boden vielleicht irgendeine Platte, auf die man drauf treten kann? Die hier sieht ein bisschen komisch aus. Ne, die sieht komisch aus. Hier ist ein Kästle. Ne. Kann ich hier rausklettern? Nö. Okay, kann ich die Sonnenbrille benutzen? Sehe ich dann irgendwelche geilen Laserstrahlen vielleicht? Cooles Fast. Nasenfahrrad, aber wow. Irgendwie tierisch düster. Das ist halt, da also merkst du, das Spiel ist... Das nutzen, wenn es mal richtig hell wird. Ja, das Spiel ist aus den 90ern. Da merkst du auf jeden Fall, dass man auch den Begriff Nasenfahrrad benutzt. In den 90ern hätte ich dich jetzt auch Brillenschlange genannt wahrscheinlich, oder? Ja.
So, was haben wir denn sonst noch alles? Das. Oh, sorry. Cooles, aber irgendwie. Okay, ich wollte die weglegen. Also, wir haben ein Tor. Hier ist kein Hotspot mehr. Hier geht es nach unten. Hier ist auch kein Cashle. Was haben wir hier drüben? Da ist ein Knopf. Ah, fast, fast. Ich komme nicht ganz dran. Nicht ganz. Da fehlt also ein Millimeter. Billardkö. Kombiniert mit dem Pömpel. Zusammengebunden mit. Der Billardkö ist echt. Ein ganz klein bisschen zu kurz. Ja, genau. Den kombinieren mit irgendwas. Ja. Weil sonst hätte den Move ja schon nicht gemacht. Ja. Also, was haben wir denn? Kö. Der Kö ist aber so ein bisschen die Schaufel oder des Spiels. Ja, guck mal, ich habe den Ritterhandschuh dran geballert. Wow. Oh, mit dem Zeigefinger. Ich meine, war offensichtlich. So leicht. Das ging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war so offensichtlich. Beide Gegenstände waren im Inventar genau gegenüber. So. Okay. Puh, was haben wir denn jetzt hier? Was haben wir denn noch da? Noch eine Sicherheitstür. Das ist ja bei weitem die hässlichste von allen. Sicherheitstür ist hier ist ein Abtasten. Und der Finger hat einen Handschuh ausgestreckt. Der Handschuh hat einen Finger ausgestreckt. Ja. Ich nehme an, das war keine befugte Hand. Okay, was gibt's hier drüben noch? Stimmungserkennungssystem. Stimmerkennung. Hallo, hier spricht Miss Gunst. Willkommen beim CAT-Scan Stimmerkennungssystem. Wenn Sie kein autorisierter Benutzer sind, empfehle ich dringend, diesen kindischen kleinen Scherz jetzt und hier zu beenden. Bevor noch jemand verletzt wird. Nämlich Sie. Andernfalls geben Sie bitte nach dem Signalton Ihren Namen an. Ich habe den Heliumballon. Wir hatten eine hohe Heliumstimme. Also der nicht hier, der wieder los. Stimmmuster nicht erkannt. Betrüger! Trotz deines lächerlichen Versuchs, dich in meine Privatgemächer einzuschleichen, gewähre ich dir ein Gratis-Horoskop. Ich sehe fürchterlichen Ärger in deiner nahen Zukunft. Ja, oder Christian, das ist das Helium-Rätsel, oder? Genauer gesagt wird dir sehr bald etwas höchst Schlimmes passieren. Aber ich habe lange kein Horoskop mehr gelesen, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das jetzt gerade bekomme. Was bist denn du für ein Sternzeichen? Vielleicht können wir uns mal ein bisschen. Ich bin Widder. Oh. Aber ich finde es schon schräg, dass ich weiß, was ich bin, weil Horoskope sind absoluter Blödsinn. Oh, Widder. Oh. Du bist ja ein typischer Widder. Ich bin ein typischer Widder. Hallo, hier spricht Miss Gunst. Willkommen beim CAT-Scan Stimmerkennungssystem. Geben Sie bitte nach dem Signalton Ihren Namen an. Ich glaube, das war der Kleine. Der sieht am ehesten so aus. Stimmmuster identifiziert. Ja, Mann! Das war's? Ich bin drin? Der gute alte, wir benutzen Helium, um einen Schläger mit Kastratenstimme nachzumachen, Trick. Ja, ja. Boah, was kommt da noch alles? Ja, ja. Es ist alles genau so gekommen, wie ich es vorhergesehen hatte. Bald wird mein Meister den Nidlifizierer vernichten. Aber Moment mal. Was ist denn das? Was ist denn das? König Nick? König am Nick? Himmel? Am er Himmel? Er verfolgt Flachs wie wild. Oh. Er ist ärgerlich. Er will den Nidlifizierer kapern. Ich muss meinen Meister warnen. Flachs, laufen jetzt schon zwei Verrückte hinter dir her? Ich muss mich beeilen. So, ich speichere nochmal ganz kurz.
Ich überspringe den, ich überschreibe den hier nochmal. Okay, also was haben wir jetzt alles? Wir sind jetzt hier drin. Wir haben hinter dem Vorhang... Ich geh mal rein zu dir. Ah, verflixt. Ah, die Sonnenbrille. Oh ja. Oder? Ja. Scheinbar müssen wir nochmal laden. Boah, ich kann nicht anders. Ich habe ihr in die Augen geschaut, Christian. Typisch wieder. Das sind einfach leidenschaftliche Tänzer. Ich bin leidenschaftlicher Dancer. Private Dancer. Glaubst du, die hatten viel Spaß bei der Produktion von dem Spiel? Das sieht zumindest so aus, ja. Ich weiß glaubst, nicht, sie haben alle, da, aber ein großer Teil auf jeden haben, Fall. Glaubst du, die haben Substanzen konsumiert, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen? Ja, definitiv, ja. Schau, 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 also, ich lade nochmal. Schau. Sieht so sieht aus, als wärst du hier aus. Beim der ah, ich glaube, der Christopher Lloyd ist so, ist ein Humortyp, glaube ich. Also, ich benutze mal die Sonnenbrille. Wäre aber geil, wenn es mal ein aktuelles Interview gäbe mit Christopher Lloyd und der Interviewer vielleicht soll ich mal genau das zeigen, wie Spiel cool fragt. Ich mit meiner neuen Sonnenbrille aussehe. Yeah. Hi, I wear my sunglasses at night. Baby. Da, 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 da. Wow, es ist so schlimm. Geil, hey. Das ist die Katze hypnotisiert, hä? Okay, was können wir hier machen? Kristallkugel angucken? Sieht aus, als hätte es die Kristallkugel hinter sich. Entweder das oder sie arbeitet nebenher noch als Schneekugel. Ein schöner Trend aus den 90ern, Schneekugel. Oh, ich kann wieder Hallo, sprechen. Irgendjemand zu Hause? Brav, Pussy. Ja, Meister. Meister? Hast du mich Meister genannt? Hast du mich Meister genannt? Das ist doch nicht einer von deinen Tricks, oder? Nein, Meister. Ich habe keine Tricks, Meister. Nur meine grenzenlose Ergebenheit euch gegenüber. Ich will nur für euch von Nutzen sein, Meister. Hm, also das könnte interessant werden. Hm. Ah, okay, guck mal, ich kann jetzt die Katze benutzen. Miss Gunst? Whatever. Ja, Meister? Mach mal irgendwas mit diesem Dings. Da drüben. Aber Meister, was genau soll ich denn tun mit diesem Dings da drüben? Ich hab keine Dings. Ahnung, vergiss es einfach. Was vergessen, Meister? Was ich gerade... Ah, sehr gut. Okay. Ah, kann die vielleicht die andere Tür öffnen? Miss Gunst? Ja, Meister? Ich möchte, dass du für mich zu einem bestimmten Ort gehst. Ich würde für euch bis ans Ende der Welt gehen, Meister. Nett gesagt, aber der Flur draußen würde mir schon genügen. Wie ihr wünscht, Meister. Glaubst du, dass ihr das schon im Sinn hatten, Käfer? Dass es so wirklich alle möglichen User Groups sich erschließen wollten? Okay. Und jetzt möchte ich, dass die mit hypnotisierter Missgunst mir den Abtaster abtastet.
Also, du willst mir wirklich helfen? Dann steck mal eine deiner Pfoten in diesen Abtasterschlitz. Ich lebe nur, um euch zu gehorchen, Meister. Sehr sympathisch. Geil! Hey, allerherzlichen Dank, und das meine ich ganz ernst. Und jetzt verdufte. Verduften? Ja, verduften. Die Biege machen, abzischen. Das Letzte, was ich jetzt brauchen kann, ist ein schlafwandelndes Pelzknäuel, das mir überall hin. Der war gerade so lieb noch einmal. Und jetzt ist er voll Akku. Ja, Meister. Andererseits, ich wäre ja wirklich verrückt, wenn ich diese Situation nicht ausnutzen würde. Miss Gunst, ich befehle dir, dass du dich nach dem Erwachen fühlst, als ob dein Fell von einer Parasitenarmee besiedelt wäre. Es wird dich dauernd an Stellen jucken, an die du nie ganz herankommst zum Kratzen. Jucken wie eine Straßenkatze, wie ihr wünscht, Meister. Wenn du deinen Kumpel Widerlus oder einen seiner Lakaien triffst, wirst du sie nur mit dem übelsten, abartigsten Gossenslang anreden, den du dir ausdenken kannst. Keine Beleidigung ist zu schlimm oder zu unanständig. Schlimm und unanständig. Jawohl, Meister. Was mich selbst und meine Freunde angeht, wirst du uns nur die nettesten und freundlichsten Sachen sagen. Wie klingt das? Sehr gut. Fabelhaft, Meister. Ich liebe es, wie ihr heute euer Haar tragt. Du lernst sehr schnell. Tschüsschen, voll Süße, gut. Und amüsier dich gut. Der Magic Stick hat vorhin in Discord geschrieben, dass das Spiel an ihm damals komplett vorbeigegangen ist. Und ich habe, mir ist es auch so groß, ich habe es vom Namen her irgendwie gekannt, aber ich habe es nie gespielt oder so. War mir nie ein Begriff. Aber ich glaube so mein, wann kam es raus? 93, 94? 97? Um den Dreh? Mit, okay, 93 bis 97, also 90er. Ich glaube, mein jugendlicher Wolfgang, ich glaube, der hätte das Spiel sehr gefeiert für seine Unanständigkeit. Ich speichere nochmal, damit wir nicht nochmal in den Knast reinkommen. Sicher, sicher. So, bereit für die Tür. Das Steuerzentrum. Was ist hier, ein Hebel? Ein Warp-Gerät und ein Monitor. Da steht Energie ausgeschaltet. Okay, schalten wir die ein, oder? Ja. Das Mistding bewegt sich nicht. Ich vermute, ich muss erst den Strom wieder einschalten. Ja, hier vielleicht. Da ist eine Türe im Weg. Okay, das sind die Kristalle wahrscheinlich. Ich wusste, die würden noch mal ganz nützlich sein. Und ich glaube, wir haben nur 3 Stück. Oh, Mann. Eine Vertiefung. Einer fehlt, Christian. Wohl grüner, würde ich sagen, oder? So spontan. Wo haben wir denn die anderen gefunden? Einen haben wir geschenkt bekommen und die anderen waren, glaube ich, in solchen Dingern versteckt, in solchen Köpfen, oder? Von den, vom Geländer. Können wir nochmal gucken, ob wir da eins aufklappen können. Also, ich hasse solche Rätsel, ey. Ich hätte jetzt gedacht, dass man die irgendwie noch in einer bestimmten Reihenfolge stecken muss oder so, aber... Ja, muss man vielleicht ja auch noch. Da unten waren doch solche an der Treppe so Knaufe. Knäufe. Knaufs? Knäufs? Knaufs. Hier in dem Kopf war doch was drin. Mhm. War ich schon. Hab ich schon. War ich schon, hab ich schon. Bewegt sich kein Stück. Scheint von innen verschlossen zu sein. Okay, also wir haben einen Kristall haben wir aus dem Kopf. Einen Kristall haben wir doch ganz am Anfang in dem Knast gefunden, oder? War der nicht unter der Fußmatte? Das war unter dem Türabtreter, den wir da, ja. Wo wir warten mussten, bis der sich umdreht, weil er über dem die Nase läuft. Und dann haben wir den unter dem Türabtreter geklaut und die Matte ausgeschüttelt, damit er niesen muss. Und hier sagt er, es hakelt irgendwie. Haben wir nicht noch irgendwas zum Knacken vielleicht? Ein Schlüssel? Ein Hammer? Ein Pömpel? Kö.
Das dürfte gegen diesen massiven Steingargoyle nicht sehr effektiv sein. Den einen Kristall haben wir von dem Typ in der Kiste gekriegt. Der Bruder von den Bäckern. Der Frosch, weißt du, die Kiste, wo wir geknackt haben, da war der Frosch drin. Wir haben uns in die Kiste reingeschmuggelt, haben uns dann da an diesen Wachen so vorgepirscht und haben denen den Sprengstoff geklaut. Also du meinst, weil unter dem linken Kopf der eine Kristall war, ist unter dem rechten Kopf eventuell auch einer. Wir müssen nur überlegen, wie wir rankommen. Ja, wie kommen wir da ran? Also der sagt ja... Bewegt sich kein Stück. Scheint von innen verschlossen zu sein. Okay. Scheint von innen... Das heißt, es muss so eine Art Mechanismus geben, der das auslöst. Wenn es von innen verschlossen ist, oder? Vielleicht kommt man von, wenn wir eins nach unten gehen, vielleicht ist an der Decke was, das hatten wir ja schon. Genau, richtig. Mit dem einen Magnet. Also so ein Mechanismus, der irgendwo anders, ja, so ein geheimen Gang. Aber wo denn? Hä? Wir sind hier. Ist von innen verschlossen. Ich nicht. Hier ist die Küche, das ist aber die falsche Richtung, oder? Ja. Ja, das sieht wirklich aus wie ein Petspender. Oh, geil, gibt's doch Pets? Gibt's noch. Hier... Ja? Ich hab welche hier, deswegen. Was, Pets da? Klar. Okay. Ich hab auch, haben wir gestern gerade gekauft, diese Ketten da. Kennst du diese Ketten mit diesen kleinen harten Perlen dran? Ja, klar. Diese Zuckerperlen. Kannst du dir um den Hals hängen und dann kannst du immer mal was snacken zwischendurch. Die gab's auch als Armband. Die gab's auch als Armbanduhr. Da war gibt's die als Uhr, Armband und als Halskette, ja. Ja. Ich fand aber immer die Halskette besser, weil das ist dann mehr in der Nähe vom Mund. Geh nochmal hoch die Treppe, ob wir da noch irgendwas sehen. Also ich könnte mir halt vorstellen, entweder unten drunter oder oben drüber. Ja, vielleicht ist ein kleiner Pixel. Oder halt irgendwo, dass in demselben Raum ein Schalter ist oder so, den man drücken muss, damit sich dann halt das Schloss löst. Guck mal, das Horn ist was Separates. Hat der auch ein Horn? Ich habe das Horn weggemacht. Bewegt sich kein Stück. Scheint von innen verschlossen zu sein. Okay, guck mal, ich kann auf das Horn drauf drücken. Und er drückt das rein. Hm? Kann ich jetzt hier direkt ganz schnell hingehen? Aber passiert da nicht was? Ja, das Horn kommt wieder raus, sobald du weggehst. Habe ich schon. Ich drücke jetzt aufs Horn. Drück mal drauf. Jetzt guck mal beim anderen hier. Da kommt das Horn raus, siehst du das? Ja. Wenn du jetzt rüber gehst, switcht es wieder. In dem Moment, wo du rüberläufst. Ah, guck mal, dem seine Augen haben sich verändert. Der sieht, dass du rübergehst. Siehst du das? Wer? Oh ja. Der guckt zu dir, der Gargoyle. Bewegt sich kein Stück. Scheint von innen verschlossen. Guck mal, der guckt zu dir und wenn du jetzt rübergehst, guckt er wieder geradeaus und das Horn kommt wieder. Ah, ich hätte besonders. Geh mal ein Stück nach rechts. Hast du gesehen? Geh mal nach rechts. Nee, nach oben nicht, nur wenn du zu dem anderen gehst. Guck, jetzt ist die Augen wieder gerade und das Horn ist wieder da. Boah, was ist denn das? Aber verdreht? Als du nach links und nach oben gegangen bist, war das nicht so. Ich habe eine Idee. Ich habe auch eine Idee. Wie ist deine Idee? Kann ich mit dem Aufzug runterfahren? Ja, genau. Geht das? Nee, mit dem Aufzug geht nicht. Du kommst dann von der anderen Seite, weil da sieht er dich nicht. Ah, weißt du, was ich machen kann? Nee, du musst durch diesen Fliegenaufzug. Boah, aber wenn du das nicht siehst, hey. Leck mich. Ich hab's nur an den Augen gerade gesehen. Immer wenn die Augen haben sich hin und her bewegt. Ja. Servus, Johannes. Wenn das Bild langsamer ist, sehe ich mehr. Oh Gott. Aber das sind die Dinger, da kannst du ja wahnsinnig werden, wenn du das nicht siehst. Hab ich nicht gesehen. Hab ich kein bisschen gesehen. Okay, das heißt, wir fahren jetzt runter in den Keller. Die Fliegen sind schöner.
Zeit, dass die Fliege die Fliege macht. Zeit, dass die Fliege die Fliege macht. Nice. Okay. Jetzt laufen wir wieder. Jetzt musst du dich langsam von oben und unten hochschleichen, damit der andere dich nicht sieht. Langsam, wie langsam? Leise. Auf Zehenspitzen. So, jetzt, ich kippert's leise. Jetzt langsam, leise und jetzt gehst du hin, ohne dass er dich sieht. Ja! Doppel-A. Okay. Jetzt können wir hochgehen, oder? Wahrscheinlich brauchen wir jetzt die richtige Reihenfolge. Die richtige Reihenfolge bei 4 ist ja machbar. 4 Farben, 4 Plätze. Gibt es wahrscheinlich 2 Richtungen, wie man sie reinsteckt. Vielleicht funktioniert es aber auch einfach so. Vielleicht haben wir auch Glück. Ich mag Glück. Ich bin großer Glück-Fan. Also ich würde sagen, wenn sie richtig drin sind, merken wir es. Wenn sie falsch drin sind, merken wir nichts. Passiert gar nichts. Oder? Und? Ja. Ich probiere mit dem Rot mal alles durch. Vielleicht blinkt der oder so. Okay, blinkt. Da blinkt er, ja. Okay, das ist ein guter Hinweis. Weißt du noch bei der Dick, das eine Rätsel, wo wir einfach nur crazy random rumgeklickt haben, das gelöst haben? Stimmen. Und irgendjemand, ich weiß nicht mehr, ich glaube Kefal oder Turrican, irgendeiner meinte dann, hey, eigentlich ist es gar nicht so leicht, muss man irgendwie was herausfinden. Ja, und ich habe im Nachhinein versucht herauszufinden, was wir gemacht haben und was richtig gewesen wäre, und ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich auch nicht. Aber der Dick hatte einige Sachen, die ich nicht verstanden habe. Ich habe es mir auch später nochmal angeschaut und keine Chance. Werden wir den Grünen, setzt sich auf Anhieb richtig ein? Ich bin nicht ganz sicher. Die Chance ist, Mal, du bist ein 100 Genie. Zu 0. Hallo, Energie! So, Hebel. Voila, Bingo, Heureka, etc. Ja, das ist wahrscheinlich so eine kleine Hommage an Nintendo. So, ich weiß nicht, was das ist, aber ich drück mal das Warp-Gerät jetzt. So, Gevatter Widerlus, ich habe dein Warp-Gerät und ich weiß, wie man damit umgeht. Naja, nicht ganz genau, aber ich bin sicher, ich komme irgendwie damit klar. Das ist für mich aber ein gutes Zeichen, das nochmal abzuspeichern. Ich schaue nochmal auf den Monitor. Da steht, Energie eingeschaltet, System bereit. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal da durch, oder? Die Katze, ja, ja. Die hat noch immer die guten Vibes, glaube ich, die Katze. Okay, Beleuchtung an. Eingang, Startrampe geschlossen. Deckenschleuse geschlossen. Übelator-Kraftfeld aktiviert. Ah, ich habe hier Schalter. Beleuchtung aus. Mit der Beleuchtung brauchen wir schon, oder? Ja. Eingangs-Startrampe. Jetzt hast du gerade Deckenschleuse offen. Ach, das ist wieder so ein Rätsel, wo wir die richtige Kombination finden müssen. Ich würde spontan sagen, alles muss an sein, oder? Ja, wahrscheinlich schon. So, oder? An, offen, offen, aktiviert. Oder muss das Kraftfeld an oder aus sein? Ja, wahrscheinlich das Kraftfeld muss aus sein, wenn ich raus will, oder? Ja, klar. Stimmt, ja. Mhm. Ich gehe rein. Ja, Mann! Ja! Ich hab's geschafft! Juhu! Na denn! Ich kann's aber nicht glauben, dass das Ende ist. Da muss doch noch so viel passieren. Was ist mit König Nick? Meinen Glückwunsch, Mr. Block. Ich habe Sie natürlich erwartet. Glückwünsche? Ach was, nicht nötig, nicht nötig. So jämmerliche Sicherheitsmaßnahmen habe ich nicht mehr gesehen, seit ich das letzte Mal deine Schläger vor mir hatte. Ich muss zugeben, ich habe mehr von dir erwartet, Widerlus. Und jetzt sag Tschüss zu deinem Apparat. Einen Moment noch, Mr. Block. Gib dir keine Mühe, es gibt nichts, was mich überzeugen könnte. Nichts? Dann beantworte mir eine Frage. Warum willst du dich zu diesem idiotischen Ausflug hinreißen lassen, wenn ich dich doch einfach in deine Welt zurückschicken kann? Keine
Chance. Ich hab genug davon. Aber, Block, ich sage das doch nur in deinem Interesse. Du erinnerst dich an dein kleines Missgeschick mit meiner Spritze. Die Zeit läuft ab. Das hier könnte deine letzte Chance sein. Ich brauche deine Hilfe nicht wieder, los. Ich habe dein Warp-Gerät schon gefunden und jetzt werde ich dich vom Himmel fliegen. Halt! Ich befehle es! Ich bin noch nicht fertig! Unterdessen irgendwo über dem Übelland. Komm schon, du Misteimer, schneller! Da bist du ja wieder los. Ich hab doch. Fluffy ist auch da. Komm schon, ein kleines Stück noch. Gute Nacht! Gute Nacht, Leute. Ihr werdet nitrifiziert. Glaubst du, das Spiel ist schon zu Ende, Christian? Vergib mir, Flax. Das ist der einzige Weg. Wo bin ich? Bin unsicher. Ja. Flax. Wo bist du hin, kleiner Freund? Oh. Kann er Flax retten? Glaubst du, er schafft es zurück in seine richtige Welt? Ich denke schon, ja. Glaubst du, ein bisschen wie bei Space Jam? Boah, die haben schon seit 30 Jahren immer sehen können. Ich habe wieder Lust, dieses Warp-Gerät gestohlen. Es kann mich nach Hause bringen, Flax. Oder es kann mich in handliche Hundefutterwürfel zerblasen. Aber wie auch immer, ich muss es benutzen. Nimm das hier mit! Ein transdimensionales Kommunikationsgerät, damit wir in Verbindung bleiben. Danke, dass du mich gerettet hast. Und die ganze Welt. Ich fand's saustark. Fand ich auch. Komm. Kleiner Freund. Ja! Nee. Da wurde ein grober Pixel gesprengt. Bis dann, kleiner Freund. Stark. Oh nein, ich muss geträumt haben. Aber mein Traum, er hatte etwas zu bedeuten. Natürlich. Die Fluffy-Schnuckelhäschen-Show braucht nicht noch mehr Hoppelhäschen. Na. Was die Fluffy-Schnuckelhäschen-Show wirklich braucht, ist Flax wie Will. Schau an, Block, Sie sind früh dran. Was glaubst du, kriegt denn einen Job? Los? Ich habe eine kleine Nachtschicht gefahren. Wahrscheinlich schon. Aber tun Sie mir einen Gefallen, runter mit den Stoppeln. Und jetzt zeigen Sie mir die Hasenbande. Eigentlich, Sir, habe ich Ihnen etwas Besseres als Häschen mitgebracht. Was soll das heißen, Besseres als Häschen? Mhm. Wovon zum Teufel faseln Sie da? Ich spreche von Flax wie Wild. Flax was? Wie wild, Sir. Flax wie wild. Dieser kleine Racker ist genau Flax die Fluffy-Show, die Sie selbst für die Fluffy-Show gefordert haben, Sir. Geil. Ich glaube, Flax wie wild würde es wohl eher bezeichnen als einen Tritt in die alte Sitzkiste. Sehen Sie her, Sir. Flax
ist locker, er ist sarkastisch, er ist verspielt. Er wird der Laurel zu Fluffys Hardy, der Costello zu Fluffys Abbott, das Yin zu Fluffys Yang. Flachs und Fluffy, Laurel und Hardy. Merkst du schon was? Es ist ein Team einfach. Ja, die passen bestimmt auch von Sternzeichen gut zusammen. Ja. Ich war immer sehr nachsichtig bei ihren kleinen Dummheiten, aber das hier, das ist unentschuldbar! Wollen Sie ganz alleine alles niederreißen, was Fluffy uns in den letzten 10 Jahren aufgebaut hat, ja? Wollen Sie das, Block? Nein, Sir, aber... Dann schlage ich vor, Sie tun, was ich Ihnen aufgetragen habe. Entwerfen Sie den größten, stummelschwänzigen Wurf von niedlichen, knuffeligen Hasenbabys, der je gezeichnet wurde, bis morgen früh. Sonst werden Sie merken, dass Sie es sind, der den Tritt in die alte Sitzkiste bekommt. Oh, ja. Danke, Sir. Wir alles besser wissen. Tut mir leid, furchtbar. Ich hab's versucht, wirklich versucht. Er hat es wirklich versucht. Das interdimensionale Kommunikationsgerät. Oh oh. Oh oh. Verwandle sich jetzt in den Turm. Spoiler für Toonstruck 2. Kam jemals ein Toonstruck 2? Nee. Ja, das ist ein Spoiler. Was für ein verrücktes Spiel. Ich muss mal ganz kurz im nächsten Fenster hier googeln, ob es mal einen geplanten Nachfolger gab. Es gibt eine Website, die heißt Toonstruck2.com und die hat den Titel The Greatest der Adventure Titel ist Game. The Greatest Point and Click Game Never Made, ja. Oh, das ist eine schöne Website. Most of the game was finished, but it was never released. Okay, krass. Spiel war dreiviertel fertig. Ja, sehr interessant. Aber wir wollen da noch nicht so viel spoilern. Das kommt alles im großen Toonstruck-Cast, der in den nächsten Monaten folgt, würde ich sagen. Ah, Christian! Wie hat's dir gefallen? Das ist ein schönes, lustiges Spiel. Das ist so absurd. Crazy, würde ich sagen. Es ist crazy. Ich finde es immer noch spannend, dass das an mir komplett vorbeiging, denn 1996, ich habe gerade mal geschaut, kam 1996 raus. Mach mal den Sound aus, ich höre dich kaum. Dann mach den Sound aus. Ich finde es immer noch krass, dass das Spiel an mir so komplett vorbeiging, denn 1996 war eine Zeit, wo ich echt viel gespielt habe. Nimm mir mal den Bildschirm weg, ich höre es immer noch. Christian, du hörst immer noch? Ja, klar. Auch wenn es im Stream nicht mehr gehört wird, ich höre es noch. Augenblickler, Christian. Dir kann gleich geholfen werden. Ah, oh, danke. Jetzt ist besser. So. Ich wollte sagen, krass, dass ich nie wirklich das Spiel gespielt habe. Ich habe das Cover oft gesehen, ich kannte den Namen und that's it. Und ich habe das ja schon seit, glaube ich, 2 Jahren immer wieder mal angeregt, dass wir es mal spielen. Ich bin froh, dass wir es jetzt gespielt haben, denn es ist ein cooles Spiel. Es hat echt Spaß gemacht. Aber es ist absurd. Es ist so absurd und es ist nichts für Kinder. Total absurd, ja. Also manche Rätsel sind total cool und logisch, manche sind aber auch wirklich einfach bescheuert. Mhm. Aber echt lustig, oder? Dass der zweite Teil großteils fertig war, aber nie rausgekommen ist. Es gibt ja einige Spiele, die
die nie veröffentlicht wurden, obwohl sie schon fast fertig waren. Es gab ja auch schon Filme, die fast fertig waren. Also gerade zum Beispiel, es gab doch Dings, wie heißt's? Batgirl, letztes oder vorletztes Jahr, das abgefilmt war und wo nicht rauskam. Und gab's jetzt nicht erst diesen Will E. Coyote Film, also mit quasi Realschauspielern und Zeichentrickfiguren, den Warner Brothers dann auch einstampfen wollte und auf Protest oder wegen Protest von irgendwelchen Fans wird er jetzt irgendwo anders bei unserem Streaming-Anbieter noch veröffentlicht. Also ich glaube, sowas passiert schon immer wieder mal. Wenn so ein Spiel dreiviertel fertig ist, ich glaube, du musst auch noch ordentlich Geld reinbuttern, bis du das wirklich so polished hast, dass du es verkaufen kannst. Ja, klar, das ist dann so eine Entscheidung. Aber ansonsten, ich bin erstaunt, dass es doch so lang ging jetzt, weil ich hätte gedacht, es ist kürzer, so von dem, was ich bisher gelesen hatte. Ja, ich würde sagen, wir haben uns jetzt auch nicht so extrem dumm angestellt. Oder? Ein bisschen vielleicht. Wir haben jetzt an keinem Rätsel irgendwie so lang gehangen, dass wir gesagt haben, fahr zur Hölle oder guck in die komplette Lösung. Ja, da haben wir schon ganz anderes erlebt. Ja. Nee, weil bei How Long to Beat steht sieben Stunden, acht Stunden sowas. Wir haben mehr gespielt. Wir haben jetzt sechs Runden gespielt, glaube ich. Ist dann sicher um die 10 Stunden, 10, 11 Stunden. Ja. Würde ich auch sagen. Ich schaue mal gerade parallel, was ich alles, weil wir brauchen ja ein neues Spiel. Also wie gesagt, nächste Woche überlegen wir uns mal irgendwas. Also entweder wir spielen irgendwas, wo wir abschließen können, oder wir machen eine Runde Wunderwelt Internet. Danach macht der Christian Myst. Fängt nochmal neu an, würde ich sagen, Christian. Immer ja, und immer dann. Wieder. Ich liebe das Spiel, wisst ihr ja. Eine Hassliebe. Ja, da brauchen wir was Neues. Ich habe mich jetzt gerade mal hier in meinen GOG-Account eingeloggt. Ich finde es immer absurd, wenn ich ab und zu mal reingucke, wie viele Spiele das ich da habe. Werde da keine Zahlen nennen. Aber ich kann doch da auch nach Genre mal filtern. Adventure. Okay. Dann sagt er, hier sind viele Adventures und gerne Empfehlung, wenn ihr was habt. Ansonsten, was ich hier drin habe als Adventures noch ist, ich habe MacPixel 3. Das ist ein sehr pixeliges Spiel. Es hat mir mal irgendjemand empfohlen. War das der Heimfer? Hast du mir das empfohlen? Oder der Käfer? Irgendjemand hat mir das mal empfohlen. Hier im Stream, das haben wir mal gekauft. Das habe ich noch. Was habe ich denn hier sonst noch? Ich habe hier Beyond the Steel Sky und da müsste man aber den Vorgänger, glaube ich, erstmal spielen. Das war, weil man Beyond the Steel Sky war, glaube ich, der zweite Teil. Der erste Teil ist Beneath the Steel Sky, so ein Cyberpunk Adventure, das könnte man mal spielen. Dann habe ich Lacuna, das ist ein Science Fiction Noir Adventure, auch so ein Pixel-Style. Cleo haben wir durchgespielt, Lucy haben wir auch durchgespielt, Basso mit Fluch haben wir auch durchgespielt. Was haben wir hier sonst noch Schönes? Runaway könnten wir mal spielen. Das fand ich damals ziemlich cool. Gemini Rue habe ich noch da, das ist auch ein gutes, habe ich noch nicht gespielt, aber soll storymäßig auch ein ganz cooles Spiel sein. Matthias sagt nach Randall's Monday, schaue ich gleich mal. Ich blätter hier noch kurz mal durch. Ja, ich habe Grandia 2 und 3 habe ich noch da. I Have No Mouth and I Must Scream habe ich da. Siberia 1 und 2. Wir könnten auch mal, aber das ist halt nichts für das ist halt nichts für Kinder oder so. Phantasmagoria. Den würde ich gerne nochmal spielen. Den habe ich damals gespielt. Das war das Mega-Horror-Spiel von Roberta Williams, wo man auch mit so Video-Sequenzen so Magic gearbeitet Stick hat. Schreibt gerade Ank. War auch sehr unterhaltsam. Muss ich mal anschauen. Kenne ich auch noch nicht. Ank. Ich kenne nur Anke Engelbert. Nee, Engelbert heißt sie gar nicht. Wie heißt sie? Engelke. Anke Engelbert. Die macht so Outdoor-Klamotten. Anke Engelbert Strauß heißt die. Okay, Engelbert Strauß, ja. Ich habe die Deponia Adventures habe ich noch da. Die habe ich alle noch hier am Start. Das wäre es mal hier an Adventures. Aber ich gucke mir jetzt mal an, was hier Matthias gerade noch geschrieben hat. Randall's Monday.
Wie lange braucht man denn für Deponia? Ist das ein sehr langes Spiel oder ist das ein kürzeres Spiel? Magst du mal kurz gucken, Christian? Klar, ich bin auf der Seite drauf. Ich habe es gerade bei Randall's Monday. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Deponia sind 8 Stunden angegeben. Okay. Ist für mich auch noch so ein schwarzer Fleck oder so ein blinder Fleck. Habe ich auch noch nicht gespielt. Und was hat der Magic Stick gerade noch geschrieben? Ankh. Sagt mir gar nichts. Ich kenne nur das Kreuz. Das findet man natürlich auch. Game. Ankh Game. Ah, ist ein Adventure. Okay, guck mal, aber Johannes schreibt, Ankh hat dann komplett an einem Nachmittag durchgespielt. Ja, das sieht auch schön aus. Das ist ein deutsches Adventure. Mhm. Also gefällt mir auch. Wenn man es an einem Nachmittag durchspielt. Ich fände es auch mal wieder ganz nett, mal ein Spiel zu spielen, wo man halt nicht irgendwie wieder 3 Monate braucht oder so. Ja, das stimmt. Ja. Okay, also das heißt, ich würde sagen, das ist Ankh. Nehmen wir mal auf in die Liste. Deponia, die habe ich alle da. Die müssen wir mal angehen, die Reihe. Ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall auch mal spielen. Das ist ja ein großer Klassiker, die vor allem auch für deutsche Adventures. Mhm. Finde ich auch gut. Die können wir mal durchspielen, auf jeden Fall. Genau. Aber Ankh sieht auch ganz nett aus. Ja, fand ich auch ganz nett. Vor allem, ich meine, wenn es wirklich von der Spieldauer nicht so lang ist, dann. Also Playing Time steht hier 90 Minuten auf Board Game Geeks. Edna bricht aus, können wir auch spielen. Ich habe Edna bricht aus, ich glaube, das letzte Mal vor 5 Jahren oder so mal auf dem iPad gespielt. Ist sicherlich auch ein Klassiker, vor allem, das war ja so das erste Game damals von denen. Das hat ja Michaelis. Der hat das ja als Abschlussarbeit gemacht von seinem Studium, als Diplomarbeit oder so. Edna bricht aus, steht auch bei uns auf dem Dings drauf, auf dem Backlog. Also ich würde sagen, Christian, wir machen mal eine kleine Shortlist mit 3 Spielen und machen mal in Discord ein kleines Voting, was wir als nächstes spielen, oder? Das ist eine gute Idee. Das fände ich ganz gut, weil wenn es dann ein schlechtes Spiel ist, dann kann ich sagen, also ich habe das nicht entschieden. Nein. Und ich bleib natürlich hartnäckig. Seit auch mindestens 2 Jahren dränge ich ja immer mal, dass wir mal Gabriel Knight spielen. Irgendwann werden wir spielen. Ich hoffe, dass es dann aber ein gutes Spiel ist. Was gibt es sonst noch Neues? Am Samstag nehmen Christian und ich den nächsten Podcast auf. Ich glaube, wir können auch verraten, was für einer das ist. Haben wir, glaube ich, auch in Discord schon geschrieben. Die nächste Folge Podcast ist mal wieder so ein alter Arcade-Klassiker. Und zwar schauen wir uns eines der letzten Arcade-Spiele an, die noch nicht richtige Computerspiele waren, weil die noch aus Elektronik bestanden, und zwar Breakout. Hab schon eine richtige Breakout-Schulter, weil ich Breakout jetzt mit meinem Touchpad gespielt habe und kein Arcade da habe. Genau, das ist das nächste. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was wir da zusammen fabrizieren. Und oh ja, bin ich sehr gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt drauf, auf den Podcast zu Toonstruck. Der wird sicherlich auch, ich sag mal, im ersten Halbjahr wahrscheinlich kommen. Da gucken wir mal, dass wir da zeitnah rangehen, damit die Erinnerungen auch noch frisch sind. Aber ich glaube, dass das auch lustig wird. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Wenn der Podcast nur halb so absurd wird wie das Spiel, dann haben wir auf jeden Fall viel Spaß. Ja, das glaube ich auch. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, Christian, was gibt's sonst noch Neues? Wenn wir jetzt schon durch sind, wir können einen kleinen Werbeblock machen. Hört unseren Podcast an, da gibt's gute Sachen, da gibt's Breakout. Da gibt's nächsten Monat eine sehr, sehr lange, höchstwahrscheinlich sehr technische Folge, denn nächsten Monat gibt's ein Special von uns, das verrate ich jetzt einfach mal, zu einem Thema, das uns jede Woche hilft beim Spielen. Und zwar machen wir ein Special über ScumVM. Und zwar unterhalten wir uns dafür mit einem von den ScumVM-Projektleitern. Da freue ich mich schon drauf. Das ist diese Woche das Gespräch. Und ich werde den Kollegen komplett ausfragen, bis die Stimmen versagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das so hinter den Kulissen abläuft, wie,
wie das entwickelt wird, wie das ist ein Open-Source-Projekt, wie sie sich da organisieren, was da technisch dahinter steckt, was vielleicht für die Zukunft geplant ist. Und mich interessiert vor allem auch, wie viel Arbeit es ist, denn für die ganzen Spiel-Engines, da stecken die, glaube ich, richtig viel Arbeit rein. Und ich habe mir schon Halsbonbons bereitgelegt und habe mir hier extra schon so Spezialbonbons besorgt für die Stimme. Denn falls die versagt, werde ich mir einfach mal kurz 2 Minuten Pause nehmen, so einen Bonbon lutschen und dann wird aber mal ordentlich weitergetalkt. Genau. Da brauchst du ordentlich Flüssigkeit für die Stimme. Genau. Das wird meine Stimme auch noch ein bisschen schonen für unseren Podcast. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir heute mal ein kleines bisschen früher schon Feierabend. Wir sind nächsten Dienstag wieder da. Vielleicht schaffen wir es spontan ja mal irgendwie abends mal noch ein bisschen was zu spielen. Die Woche ist bei mir leider super, super, super voll. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Christian, vielleicht können wir nächste Woche mal noch irgendwas machen vor meinem Urlaub. Ich bin nämlich ab nächste Woche Samstag, bin ich dann 2 Wochen weg, also ab dem 3. März. Werde aber aus der Ferne natürlich beobachten, wenn Christian Myst spielt, um ihn dann auch mit ein paar Tipps zu unterstützen. Ja, natürlich, klar. Ich freue mich schon auf Monologe wie: Hä, was war das für ein Geräusch? War das jetzt ein Zischen? War das ein Pfeifen? Nee, das ist doch ein Wasserhahn, oder? Oder ist das ein Bach? Denn ich habe die Technik immer toll gefunden von Myst, ich habe das Spiel aber nie verstanden. Ich weiß auch gar nicht, ob man das verstehen kann, aber. Ich glaube, das war aber in dem Myst-Podcast auch der kleinste Snippet, den wir drin hatten. So die, Ich hab gelernt, zumindest alles zu benennen. Ob es richtig oder falsch ist, erstmal egal. Ja, das ist absolut wichtig, absolut wichtig. So, ich guck mal, ob noch irgendjemand live ist, den wir folgen. Ach, guck mal, die Xlandriana, die ist noch am Start und die spielt natürlich Sims 4. Und ich würde sagen, da schauen wir mal ganz kurz noch bei ihr vorbei und sagen nochmal kurz Servus und gucken wir mal, was gerade im Sims Live abgeht und was sonst bei ihr abgeht. Und ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Falls jemand noch eine coole Frage zum Thema Scum VM habt, schreibt die mir einfach morgen in Discord und dann werde ich die auf jeden Fall auch stellen und beantworten lassen. Und ansonsten sehen wir uns spätestens an der Stelle hier nächste Woche am Dienstag um 20 Uhr. Schönen Abend, 30 schöne Restwoche und genießt die Zeit und spielt ein bisschen. Das ist gut für die Laune. Ja, das ist auf jeden Fall gut für die Laune. Das ist auf jeden Fall super wichtig und besser ein bisschen spielen als gar nicht. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.